Gut, dann last but not least, genau. Wir hören wieder was vielleicht nicht so Spannendes, aber dafür leichter Verständliches. Etwas, und was dafür mehr auch was Zwingendes weniger sozusagen. Spannend, aber mehr am Nacken drückend. Vicky, vielen herzlichen Dank, dass du dich auf deinen zweiten Vortrag hier vorbereitet hast. Ja, ja. Und klar, es ist jetzt seit dem letzten Vortrag sind ein bisschen Aktualisierungen dazugekommen, das heißt... Da werden jetzt noch ein paar letzte, auch allgemeine Infos gegeben werden zur DSGVO, weil ich meine, in 7 Tagen mittlerweile ist es ja schon soweit. Genau. Und man merkt sozusagen am eigenen E-Mail-Briefkasten, wie der Pascal schon gesagt hat, dass inzwischen auch eine ganze Reihe von Unternehmen verstanden haben, dass sie da irgendwas machen müssen oder was tun. Wir haben so gemeinsam eine Telegram-Gruppe, wo wir untereinander DSGVO Neuigkeiten austauschen. Genau. Also immer wenn ihr uns oder wenn ein Kunde von uns oder ein Lieferant uns eine Nachricht schickt und sagt, klickt doch mal hier auf Zustimmung oder macht doch mal hier das, dann posten wir das da in dieser Gruppe und diskutieren, ob das konform ist oder nicht. Das ist eigentlich bei jedem Mal neu spannend. Genau, ja, auch, also man sieht halt die verschiedentliche Auslegung dieser ganzen Pflichten und klar ist, wir sind jetzt in der Vorlaufzeit zur DSGVO oben. Wir werden erst quasi mit dem 25. erfahren, was für Abmahner kommen, was daraufhin die Behörden und Gerichte entscheiden und dann wird sich erst eine Kontur ergeben. Noch kann eigentlich nur gesagt werden, wenn man nicht ein Lowfruit sein will, muss man so vorsichtig wie möglich sein und erstmal das streng beachten und dann kann man es ja, wenn man sieht, wie die Konturen sich entwickeln, sich dann immer mehr lockern in die Richtung, wie es dann durch die Gesetzgebung und Behörden dann ausgelegt wird. Na gut, without further ado, Vicky Chada. Danke. Ja, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, ein zweites Mal hier über dieses Thema zu berichten. Klar, der Martin hat recht, es ist technisch, gar nicht technisch und so gesehen für viele hier vielleicht nicht spannend, aber ja, es drückt. Und ja, die DSGVO, die läuft ja jetzt schon seit gefühlt Monaten schon in den Medien rauf und runter. Die werbende Industrie aus der Beratung, aus der Technikbranche, die halten die 20 Millionen und die 4% Konzernumsatz immer hoch, damit die Leute halt schnell zu denen kommen. Leider vergessen halt diese ganzen Werbenden zu erzählen, dass es so etwas auch wie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gibt, also ein Übermaßverbot. Natürlich werden jetzt die Sanktionen höher sein als nach dem aktuell geltenden Gesetz, aber gleichwohl werden die Behörden nicht die 20 Millionen ausreizen. Nein, die 20 Millionen sind eher vorbehalten für Facebook, für Apple, für Google. Also nehmen wir an, der Facebook-Skandal, der jetzt passiert ist mit der Analytics-Firma, das wäre so ein Fall, wo man eigentlich in die Richtung 20 Millionen wandern würde, aber mit Sicherheit nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich glaube, da werden die Behörden auch mit Augenmaß rangehen, um die Existenzgrundlage nicht gänzlich zu vernichten. Ja, dann noch ein Hinweis, nicht, dass es schon ohnehin schon irgendwie für jeden Unternehmer anstrengend genug ist, hat jetzt auch noch mal die Konferenz der Bundesdatenschutzbehörden und Landesdatenschutzbehörden in April ein Positionspapier herausgegeben. Denn es ist ungewiss, wie das TMG noch weiter gelten wird, weil dort halt auch datenschutzrechtliche Bestimmungen drin sind. Und dieses Positionspapier sagt Folgendes. Alles, was ich zum Betrieb meiner Dienstleistung unbedingt brauche, kann ich nach einer Information mit einem berechtigten Interesse quasi als Rechtsgrundlage annehmen. Alle weiteren kleinen Gimmicks wie Tracking-Tools, Google Analytics, Facebook Pixel oder auch Cookies, die im Prinzip Tracking betreiben. Da möchte die Datenschutzbehörde ausdrücklich eine informierte Einwilligung haben. Und das lassen sie so Ende April raus, kurz vor der, ja, knapp 25 Tage vor der Geltung. Deswegen mein Tipp, es sind nur noch knapp 7 Tage, wenn sie es nicht schaffen, das zu machen, gehen sie auf ihre Homepage, spätestens am 24. Diese Seite ist unter Aufbau, schalten sie alles ab, was Daten sammelt, und machen Sie da nur noch eine kleine Datenschutzerklärung, in der die nötigsten Informationen, die jetzt noch quasi Ihre Daten zieht, wie IP-Adresse etc. Und die zwingend erforderlichen Cookies, in der man das quasi aufschlüsselt, aber ansonsten erstmal keine Datenerhebung. Und stellen Sie dann die Seite formaljuristisch richtig auf und gehen Sie dann wieder online. Also auf jeden Fall, wenn man es bis zum 24 nicht geschafft hat, alles weg, was Daten sammelt, was Profiling betreibt, was Tracking betreibt. Das kann halt jetzt mit der Auslegung der Datenschutzbehörden dazu führen, dass auch die Abmahnindustrie, ich nenne sie ganz lieb, die dunkle Seite der Macht,
dass die da hingehen und erstmal mit Abmahnungen euch überziehen. Und selbst wenn man vor Gericht ob siegen sollte, ist es denn wert, so viel Zeit und Geld darauf zu investieren, erstmal die Abmahnung abzuwehren? Weiß ich nicht. Deswegen mein Rat, schalten Sie alles ab, bevor Sie nicht irgendwie formal juristisch richtig aufgestellt sind. Na gut, dann kommen wir zu dem Aspekt Google Cloud und der Datenschutz. Kurz zu mir, ich habe in Mainz studiert und in Wiesbaden, Frankfurt und Los Angeles mein Referendariat gemacht in wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt. Ich berate Unternehmen und Startups insbesondere in Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Lizenzrecht sowie IT- und Datenschutzrecht. Und ja, beim Datenschutzrecht, da sind wir ja heute. Das ist die, ja, für den kurzen Zeitrahmen die kurze Agenda. Erstmal ganz allgemein zur Anwendbarkeit des Datenschutzrechts. Es ist so, dass man als in der EU tätiger Unternehmer, das heißt, das reicht, wenn ich Waren oder Dienstleistungen anbiete, sie müssen nicht meinen Unterhalt per se vollkommen decken, sondern es reicht schon, wenn ich im Prinzip auch nebenberuflich im Prinzip Waren und Dienstleistungen anbiete. Dabei ist der Sitz irrelevant, das heißt, man hat es extra extraterritorial ausgestaltet, damit jetzt auch Facebook und Google und Apple mit von den Datenschutzbestimmungen umfasst sind. Das heißt, jeder, der im Prinzip in der EU wirtschaftend tätig ist, der personenbezogene Daten verarbeitet von natürlichen Personen, Unternehmensdaten sind nicht geschützt. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail nehmen wie info@mercedes.de, ist das im Prinzip erstmal belanglos. Der Personenbezug muss zumindest so weit gegeben sein, dass die Person identifizierbar ist. Also aus dem Zusammenschluss von IP-Adressen und Cookies, wo man quasi zusammengezogen sagen kann, das könnte dieser Typ sein und das ist die Schule und da gibt es nur einen Nerd, der ein OnePlus verwendet, alle anderen haben Apple-Handys, das kann nur der sein. Ja? Das heißt, das reicht schon im Prinzip aus, man braucht noch nicht mal den Klarnamen, aber wenn die Identifizierung auf irgendeine Art durch Zusammenschluss vieler Informationen möglich ist, ist man schon im Datenschutzrecht drin. Spätestens aber jedenfalls dann, wenn Personenstammdaten wie Name, Geburtstag, Kontaktdaten etc. pp. Auftauchen, ist auch das Datenschutzrecht anwendbar. Jetzt müssen Sie sich fragen, wenn Sie Google G Suite kaufen bzw. nutzen wollen, weiß nicht, werden Sie da personenbezogene Daten in die Dokumente reinfügen? Wenn nicht, dann sind Sie eigentlich nicht stark davon betroffen. Wenn doch, dann gilt das Datenschutzrecht. Auch nochmal der Hinweis, auch Bilder und Videos unterliegen der DSGVO. Das heißt, auch wenn Sie jetzt im Prinzip in die Google-Dokumente irgendein Bild hochposten etc., ist man schon in der Verarbeitung drin. Da muss man aber sagen, der Gesetzgeber hat sich dazu nicht ausdrücklich geäußert, aber es werden die bisher bekannten Ausnahmen aus dem Künstlerurhebergesetz wohl weiter gelten, wie zum Beispiel, dass jemand, der jetzt wie hier auf eine öffentliche Veranstaltung geht, damit rechnen muss, dass er fotografiert wird, dass er gefilmt wird oder die Meinungs- oder Pressefreiheit. Das heißt, da wird man zwar noch abwarten müssen, aber es ist eigentlich damit zu rechnen, dass die Ausnahmen auch weiterhin Geltung haben werden. Na gut, dann gehen wir weiter. Grundsätze für die Datenverarbeitung. Erstmal die Grundprinzipien der DSGVO. Die DSGVO sagt, wie bisher auch das Bundesdatenschutzgesetz, keine Verarbeitung ohne eine Erlaubnis. Ich brauche unbedingt eine Zweckbindung, das heißt, ich muss meinen Zweck angeben und die Daten darf ich dann auch nur zu diesem Zweck verarbeiten. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich brauche diese Daten, damit ich mit dir den Vertrag durchführe und dann aber die Daten nehme, um es an einen Werbenden zu verkaufen. Daneben sagt die DSGVO an verschiedenen Stellen, bitte Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Sammelt so wenig Daten wie möglich und seid wirklich sparsam mit der Verwendung der Daten. Da tauchen dann so Begriffe auf wie Data Protection by Design und Data Protection by Default. Das heißt, ich muss schon eigentlich meine Homepage oder meine App so gestalten, dass sie so wenig wie möglich Daten sammelt und dann innerhalb der Daten, die gesammelt werden, muss ich den Betroffenen die Möglichkeit lassen, in alle Verarbeitungen einzuwilligen, die nicht unbedingt für meinen Betrieb erforderlich sind. Also Verarbeitungen, die unbedingt für die Erbringung meiner Dienstleistung erforderlich sind, können über das sogenannte berechtigte Interesse von mir gegeben sein, weil ich möchte berechtigterweise dem Kunden, der berechtigterweise auch Interesse an meinem Dienst hat, die Leistung erbringen. Das heißt, dann weiß der Kunde auch, okay, alles klar, er braucht meinen Namen, er braucht meine Adresse, um mir das Buch zu senden. Ja?
Alles, was darüber hinausgeht, wie welche Tracking-Tools etc. pp., wenn Sie die einsetzen wollen, lassen Sie trotzdem den User die Möglichkeit, dass er das selbst auswählen darf. Na gut, und dann zum Schluss Datensicherheit. Achten Sie bitte darauf, dass im Prinzip technisch und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, dass im Prinzip keine Daten geleakt werden können. Bitte. Ja. Zulassen. Ja, zu dieser Einwilligung. Also es gibt ja Stand heute nicht eine Webseite, die das wirklich so macht, dass das Tracking erst mit der Einwilligung beginnt, sondern es gibt ja maximal irgendwelche Cookie-Hinweise etc. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch keinen einzigen Online-Shop, der seine Nutzer nicht trackt. Ja, zumindest während einer Session. Das heißt, nach dem, was du jetzt dargestellt hast, wäre das alles samt und sonders illegal. Ich sage euch mal ganz schnell mal etwas, was ich gestern gesehen habe. Ich muss dazu während des Aufrufs kann ich schon was dazu sagen. Ich hatte ja von diesem Telegram-Gruppe erzählt. Wir müssten vermutlich mal einen Blogartikel schreiben, vielleicht wird der Wiki das machen. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die explizite Einwilligungen einfordern. Richtig so, wie wir das Gesetz interpretieren, macht das, glaube ich, keiner. Insofern ist die Aussage richtig. Genau. Es gibt dann so ein paar, die Take it or leave it machen. Also zum Beispiel, wenn ihr auf salesforce.com geht, auf die deutsche Website. Das haben sie aber jetzt, ich war gestern drauf, das haben die jetzt jüngst geändert. Das heißt, die haben jetzt nur noch oben einen schwarzen, hässlichen Banner. Okay, es ist noch blöder geworden. Sozusagen. Ja. Also jedenfalls war es da bisher so, dass die sagten, du musst mir erstmal eine Zustimmung geben, sonst kannst du die Website gar nicht benutzen. Das wiederum ist auch, zumindest nach deiner Interpretation und nachvollziehbarerweise, auch eigentlich nicht okay, weil du den Nutzer nicht dazu zwingen darfst. Facebook zum Beispiel hat meines Erachtens, oder Google, da haben wir sehr gute Implementierungen gesehen, wo die einzelne Sachen abfragten. Also dürfen Leute mich taggen? Also dürfen Daten von Fremden mit mir verbunden werden? Darf Google oder Facebook eine Gesichtserkennung durchführen? Das ist ja alles schon weitergehend gesagt. Es geht ja grundsätzlich mal darum, ob ich überhaupt einen Nutzer genau. Es geht ja grundsätzlich erstmal um die Frage, ob ich einen Nutzer über mehrere Seiten hinweg identifizieren kann und darf. Und das fängt ja schon bei einem Session-Cookie an. Und ein Session-Cookie wird eigentlich bei jeder nicht statischen Webseite irgendwo mal gesetzt. Ja, also es gibt kaum noch eine Seite, die es nicht macht. Und den Hinweis darauf, es gibt diesen komischen Cookie-Hinweis, aber wenn man sich diese Cookie-Hinweise mal anguckt, ist zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Cookie-Hinweis noch nicht weggeklickt habe, in der Regel das Cookie schon gesetzt. Genau. Das heißt, den Prozess, in den ich eigentlich einwilligen müsste, der hat schon stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Nochmal, die Firmen, die das nicht machen, die gehen da wohl ein bewusstes Risiko ein. Es besteht dieses Positionspapier der Datenschutzbehörden, die sagen, wir möchten für alle nicht erforderlichen Cookies, möchten wir eine informierte Einwilligung haben. Und ich habe gestern hier diese Seite entdeckt, ActiveMind.ag, ich möchte jetzt für die Seite keine Werbung machen. Denn was die machen, ist nämlich auch Datenschutzbereitung, wäre jetzt gar nicht in meinem Interesse. Aber die haben das jetzt hier ganz nett umgesetzt. Einziger Fehler, der jetzt zum 25. auch falsch wäre, die haben hier schon die Kästchen vorausgewählt. Das möchte die DSGVO auch nicht. Das heißt, zum 25. müsste das eigentlich so aussehen. Ich komme auf die Seite und dann ist das Kästchen ausgewählt und das Kästchen ausgewählt. Und dann kann ich mir überlegen, okay, die notwendigen Cookies, die zum Betrieb dieser Seite erforderlich sind, alles klar, das verstehe ich. Ich will auf die Seite, die sind auch berechtigt, die notwendigen Sachen zu setzen. Gleich. Und dann haben wir hier weitere, wie Präferenzen, Statistiken, Marketing. Da muss ich nicht zustimmen, kann ich zustimmen. Hier wird dann auch nochmal erklärt, was die Präferenz-Cookies können, was die Statistik-Cookies können, welche es sind, Marketing-Cookies, welche es sind, nicht klassifizierte, etc. Genau. Und kann dann hier das OK geben und dann geht erst die Seite auf. Wenn ich das richtig sehe, gibt es da ja sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen von Rechtsanwälten, mittlerweile sogar von Datenschutzbeauftragten, Land und was auch immer. Für mich als jemand, der eine Website betreibt, heißt das doch letztendlich, entweder ich mache alles sozusagen dicht, wo irgendeiner irgendetwas mal gesagt hat, oder aber ich bin im Risiko drin und muss ähnlich wie das beim Bundesdatenschutzgesetz war, über Jahrzehnte warten, bis eine rechtssichere Rechtsprechung sich eingeübt hat, oder? Ich sag mal so, wenn ich wirklich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin, dann verbarrikadiere ich mich und mache mich so safe wie möglich, gucke mir die Entwicklung an und lockere das dann sukzessive. Andersrum, wenn ich sage, hey, ich habe eine große Portokasse und mich stören die Abmahnungen nicht, die wöchentlich reinfliegen, kann ich auch sagen, hey, who cares, Usability ist besser. 20 Millionen.
Nee, nee, 20 Millionen nochmal, das sind die maximale Bußgeldsumme. Abmahnungen sind ja im Prinzip über das UWG möglich. Da werden Streitwerte wohl bis 10.000, 12.000 in etwa gängig sein, woraus sich Anwaltsgebühren, wenn man nicht in den Prozess geht, also gegnerische Anwaltsgebühren in Höhe von ca. 800, 900 Euro ergeben, wenn man sich dann selbst noch verteidigt, mal zwei. Genau. Ja. Vielleicht kann der Oliver kurz, während ich das noch hinterher. Ja, danke. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, ich aus einem Unternehmerumfeld, wo es sich dabei um relativ kleine oder kleine Mittelständler handelt, die tun sich sehr schwer mit der Umsetzung der DSGVO. Und da wird in den Foren, in denen ich unterwegs bin, viel diskutiert und es ist unglaublich viel Angst. Und zwar Angst vor Abmahnanwälten. Es wird wahrscheinlich kaum verwundern, dass wahrscheinlich nach dem 25. dann irgendwo Hebel umgelegt wird, dann Poststraßen und dann, also von zwei Anwaltskanzleien aus München weiß ich. Wir haben damals beim Impressi das Problem gehabt, dass dann wirklich Anwälte sich daran verdient haben. Gibt es dann irgendwelche Mechanismen, die dieser Dreistigkeit vorbeugen? Also ich blicke jetzt gerade mal für Leute, die, was ich, Journalisten, Blogger, also Leute, die jetzt vielleicht, oder auch Vereine, ja, also im Prinzip auch eine gewisse Schutzbedürftigkeit haben, oder sind die voll diesem Feuer, diesem Artilleriefeuer von den Rechtsanwälten ausgesetzt? Also es gab ja mal auch diese Flut mit File-Sharing-Abmahnungen gegenüber Verbrauchern. Da ist der Gesetzgeber hingegangen und hat gesagt, bei der ersten Abmahnung kann ich nicht mehr wie 100 Euro verlangen. Ja, bitte hör auf damit, es sei denn, der Verstoß ist irgendwie gravierend, dann hat man auch noch ein Hintertürchen gelassen. Gegenüber Unternehmern haben die solche Beschränkungen nicht eingeführt. Da gibt es nur so einen Satz, ich weiß jetzt den Wortlaut nicht genau auswendig, aber sofern die Abmahnungen missbräuchlich sind, um im Prinzip halt Gelder zu generieren, ja, weil man das Recht nutzt, um Gelder im Prinzip zu erwirtschaften, dann können solche Abmahnungen unzulässig sein und man kann im Prinzip seine Verteidigungskosten gegenüber dem Abmahner quasi geltend machen. Problem ist nur, man muss erstmal irgendwie nachweisen, dass er das irgendwie missbräuchlich gemacht hat. Das heißt, für Vereine ist das ja praktisch nicht machbar. Ja, es ist. Also wenn wir jetzt mal von Allgemeinnützigkeit ausgehen, oder? In der Tat, es wird schwierig. Man muss sich halt Rechtsbeistand holen, um dann sich gegen so etwas zu wehren, richtig. Und dann muss man halt in den Prozess reingehen und sagen, hey, nach dem UWG erscheint mir das Ganze jetzt irgendwie so, dass der das bloß aus Gewinnerzielungsabsicht macht. Das machen Anwälte ja nicht. Also das reißt an. Anwälte sind Organe der Rechtspflege, die machen das natürlich nicht. Da braucht man ja schon einen Mitbewerber, der sagt, hey, ich verkaufe auch Software und das Unternehmen verkauft Software. Ich fühle mich aber benachteiligt, weil ich 3.000 Euro für den Anwalt ausgegeben habe, um meine Seite DSGVO-konform zu machen und der macht gar nichts. Meine zweite Frage ist, weil hier das Thema Datensicherheit steht, wie kann denn Datensicherheit gewährleistet werden, wenn deutsche Unternehmen sagen, jawohl, wir gehen jetzt mit unseren Services in die Google Cloud und die werden beispielsweise auch in den USA synchron gehalten. Da hat man doch gar keine Kontrolle drüber. Richtig, ja. Es ist in der Tat so, das gilt jetzt aber nicht nur für Google als Cloud-Anbieter, sondern generell, wenn man sich in die Cloud begibt, auch für Deutschland Ansässige, hat man auch keine Kontrolle drüber. Das heißt, so gesehen, wenn man mit dem Argument kommt, braucht man gar keine Cloud-Dienste nehmen und verbarrikadiert sich in seinen eigenen On-Premise-Sachen. Soweit ich gelesen habe, bietet Google, und das weiß der Paul sicherlich besser, einen größtmöglichen Datenschutz oder technischen Datenschutz, oder Paul? Ja, also da kann der Paul sicherlich was zu sagen. Ja gut, Nils hatte ja vorhin schon mal diese Security White Papers auch angesprochen. Da gibt es eigentlich ausführliche Unterlagen von Google letztendlich, wo man sich da informieren kann. Mhm. Wir haben hier noch eine Frage, die wartet, vielleicht können wir die auch. Ja, also einmal vielleicht gerade daran anschließend, die Voraussetzung dafür ist ja, soweit ich das verstanden habe, dass ich einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit dem jeweiligen Cloud-Dienst habe. Genau, da kommen wir gleich noch zu, ja. Mhm. Jetzt nochmal eine Rückfrage zu dem Website-Thema, weil das auch das ist, was, denke ich, sehr, sehr viele umtreibt, weil das eigentlich ja der sichtbare Teil dieses Datenschutzproblems ist. Ich habe mir jetzt mal gerade diese ActiveMind-Seite aufgemacht, die du da eben als gutes Beispiel eingeführt hast. Nee, ich hab jetzt nur den Cookie-Bot. Ich weiß jetzt, kenne deren Erklärung im Übrigen jetzt ja, nicht. Ja, nee, ja. Ich habe nur mal die Seite aufgemacht und diese Dings noch nicht bestätigt und dann mal in meine Browser-Konsole reingeguckt und der setzt, glaube ich, 15 Cookies, vor allen Dingen Google-Cookies, bevor ich da irgendwas angehakt habe. Okay, ja. Also, ich sehe irgendwie noch nicht so ganz den realistischen Weg zwischen wir schalten das komplette Netz ab und das können wir wirklich machen, ohne dass uns jemand auf die Füße steigt. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht in die Einstellungen geguckt, wie viele sie setzen, aber theoretisch sollte es so sein wie die Maske, die sie gerade hatten von diesem Cookie-Bot. Und die nicht notwendigen Cookies sollten wirklich nach der DSGVO bei der Verarbeitung, also bei der Erhebung, sollte die Einwilligung vorliegen.
Und damit dürften sie erst gesetzt werden, in der Tat. Da ist dann, das heißt, eigentlich brauchen wir eine dumme Seite, die erst in dem Augenblick die klassischen Webmechanismen, die wir haben, also von der User-Session bis hin zum Tracking, aktiviert, wenn dieses Formular angeklickt wurde vorher weg. Ja, also um vollkommen rechtskonform zu sein. Ja. Aber halten wir dann fest, dass es de facto keinen Anbieter gibt, inklusive der ganz, ganz großen, die vollkommen rechtskonforme Produkte bisher auf dem Markt haben. Richtig. In der Tat, also am besten, wenn man sich am besten absichern möchte, würde man eigentlich sagen, es geht erst los, wenn ich die Einwilligung habe. Der Vicky hat das am Anfang ja ganz schön gesagt, das wird sich sozusagen, wie heißt das, als Körper herausbilden oder sozusagen, ja, was die eigentliche, wenn man sehr ängstlich ist, dann müsste man vermutlich genau das, was du gerade beschrieben hast, also ich brauche eine dumme Website und die wird erst schlauer, wenn der User dem zustimmt, als Google YouTube gekauft hat, ich glaube, das waren damals 1,6 Milliarden Dollar, da dachte ich, Mann, so viel Geld haben die noch nie verbrannt. Eine Plattform bestehend aus Urheberrechtsverletzungen. Da kann man doch kein Geld für bezahlen. Also die werden sozusagen, die hatten gerade eine Klage von irgendeinem großen Fernsehsender über 1 Milliarde auch anhängig und ich dachte, das ist sozusagen ein Riesenquatsch. Heute ist es so, wenn wir dieses Livestreaming hier aktivieren, dann schickt mir Google eine E-Mail und sagt, hey Martin, du begehst gerade eine Urheberrechtsverletzung, weil nämlich, wenn das noch nicht läuft, dann ist da so ein Jingle, den haben wir eingekauft. Und der Urheber, also der Urheber dieses Jingles, diese Plattform hat das bei Google hinterlegt und Google kommt dann, also erkennt diese Musik, vergleicht die anhand irgendwie dieses Profils und sagt mir dann so, ah, Martin, du bist eine Urheberrechtsverletzung, was du da machst. Musst du mal aufpassen. Also wenn du keine Lizenz hast, dann musst du das sofort abstellen. Und also inzwischen habe ich zumindest das Gefühl, dass YouTube eine Plattform ist, die es der GEMA, dem ZDF, Fernsehsendern und diesem Jingle-Hersteller ermöglicht, ihre eigenen Urheberrechte ganz gut durchzusetzen. Und ich glaube, das ist mit der DSGVO genauso. Wir sind halt jetzt kurz davor und keiner weiß, was passiert danach. Mhm. Und es ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass der Wiki sagt, hey, Freunde, seid mal schön vorsichtig, weil wer will euer Anwalt sein? Vielleicht gucken wir erstmal, dass wir nicht die Ersten sind, die abgemahnt werden. In unserem gemeinsamen Gespräch hatte ich ihm gesagt, ach was, die sollen uns ruhig abmahnen. Also ihr könnt uns ruhig abmahnen. Es gibt viel Publicity. Also bessere Werbung können wir gar nicht kriegen. Wenn wir sozusagen das erste, Cybert Media das erste Unternehmen ist, das zu irgendjemandem bis zum Bundesverfassungsgericht oder zum Europäischen Gerichtshof durchgeschleppt wird, kostet uns vermutlich Geld, aber das kann ich halt werbetechnisch nirgendwo anders so viel Aufmerksamkeit einkaufen, wie da Leute vorbeikommen. Ich verstehe schon, dass der Verein daran kein Interesse hat. Aber bei dem wird es auch halt nicht um relevante Gelder gehen. Das ist sozusagen die Kehrseite. Den Verein kannst du zu nichts verklagen, weil da gibt es auch, also sozusagen die Verhältnismäßigkeit ist so gering, dass selbst der Admahn-Anwalt an dieser Gebühr kein Interesse hat. Sorry, aber das war mir nochmal wichtig. Also es ist halt unternehmerisches Risiko am Ende, was wir alle tragen müssen. Ja. Ich meine, ein Schwerpunkt ist ja jetzt eben auch gewesen das Thema Cookies. Mhm. Wir reden da über eine Technologie möchte ich schon fast gar nicht mehr sagen, die ist ja schon fast so alt wie das Thema World Wide Web. Also ja, wieder, ja, ja. Ich glaube, im Mosaik-Browser gab es das sogar schon, ja. Spätestens im, egal. Die Technik ist ja schon viel weiter. Mhm. Cookies kann man feststellen, aber zum Beispiel Canvas, Fingerprinting, also sprich, man identifiziert bestimmte Eigenschaften, wie welcher Browser wird benutzt, welches Betriebssystem, welche Bildschirmgrößen, genau, und solche Sachen. Genau. Macht daraus im Prinzip eine Art Bild, das man auch noch digitalisieren als Hash ablegen kann und kann damit ja auch Benutzer cross-domain-mäßig verfolgen. Eben. Treibt das ganze Thema nicht, treibt die DSGVO nicht sozusagen die Industrie, die daran interessiert ist, dahin neue Techniken zu entwickeln oder zu nutzen, die es schon, also kann was für eine Printing, die Entwicklung läuft seit 8 Jahren oder so, mittlerweile sind die recht weit. Und dann kann ich das als Benutzer ja gar nicht mehr feststellen. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen zu sagen, ich versetze den Benutzer in die Möglichkeit und die Fähigkeit, beispielsweise ein Tracking abzuschalten über einen Browser und nicht darauf zu vertrauen, dass die Unternehmen das im Hintergrund auch wirklich alles einhalten? Ja, also der Gesetzgeber geht halt echt davon aus, dass der allgemeine Nutzer halt wenig Erfahrung hat und gar nicht wüsste, was er an- und ausschaltet. Deswegen soll eigentlich es von der Grundeinstellung ausgeschaltet sein. Also müssten wir irgendwo in 20 Jahren mit dem Gesetz oder Verordnungserweiterung rechnen,
nachdem 20 Jahre lang die Industrie Canvas Fingerprinting eingesetzt hat. Ja, es ist also, es gibt in der Tat Stimmen, die sagen, die DSGVO ist circa 15 Jahre zu spät gekommen. Die ganzen Pferde sind ausgetrieben, jetzt muss man sie wieder in Bahn lenken. Ja? Die DSGVO hätte durchaus früher kommen können und man hätte jetzt quasi noch weitere wie Blockchain etc. auch noch im Blick haben müssen, ja? Weil wie will man da die Daten löschen? Ist auch nochmal eine interessante Sache. Ja. Vielen Dank für die rege Diskussion. Ja, na gut. Gut, dann schnell hier weiter, weil Zeit drängt. Genau, Grundsätze, Verbot der Datenverarbeitung, es sei denn, der Betroffene ist informiert, insbesondere halt über die Zwecke, aber halt auch, wer der Verarbeiter ist, an wen die Daten herausgegeben werden gegebenenfalls, auch wie über die Absicht, dass man die Daten in Drittländer übermittelt. Man muss ihn über seine betroffenen Rechte, wie Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Widerruf erklären. Und dann braucht man neben der Information dann noch einen Erlaubnistatbestand, sagt dazu das Gesetz, etwa die Einwilligung des Betroffenen, die muss auch freiwillig erfolgen und sie muss auf informierte Art und Weise erfolgen. Ab 16 Jahren möglich, Problem ist nur dann, wie beweise ich denn, dass er schon 16 ist oder ob es nicht schon ein unter 16-Jähriger war. Das wird sich auch erst in der Praxis zeigen müssen. Daneben gibt es noch einen weiteren Verarbeitungsgrund, etwa Verarbeitung zu Vertragszwecken, das heißt Name, Adresse, Telefonnummer, Kontodaten oder halt ein Vorliegen eines überwiegenden berechtigten Interesses. Vorsicht da, da gibt es halt eine Abwägung, weil ich habe ein berechtigtes Interesse, eventuell wirtschaftlich tätig zu sein. Der Betroffene hat aber ein berechtigtes Interesse, dass seine Grundrechte auf Datenschutz gewahrt werden. Im Einzelfall wird es dann in einem Streit zu einer richterlichen Abwägung kommen. Genau. Und natürlich daneben halt die vorerwähnten Grundsätze, Datensparsamkeit, Speicherbegrenzung nur bis zur Zweckerreichung und ganz wichtig, der Verantwortliche hat eine Rechenschaftspflicht, das heißt, er muss im Prinzip beweisen, dass er den Betroffenen informiert hat und dass er die Einwilligung eingeholt hat. Ja. Sind wir nicht genau da, was du eben beschrieben hast? Kann das ein normaler Benutzer überhaupt noch identifizieren, wenn er dann eine 26- oder 30-seitige Datenschutzerklärung vorgeworfen oder hingeworfen bekommt? Also ich kenne halt das Beispiel von UPS, wenn man dort eine Lieferung neu terminieren will, weil man sagt, ich bin morgen nicht daheim, ich habe hier die Information, Paket kommt morgen, muss ich einen 26-seitigen Vertrag abschließen. Ja, welcher Normalbürger kann das noch? Also läuft das nicht alles... Konterkariert das nicht alles, wofür angeblich die DSGVO stehen soll? Ich gehe da mit Ihnen in dieser Meinung, natürlich, aber das hätte sich der Gesetzgeber überlegen müssen. Das ist halt nicht meine Sache gerade. In der Tat ist es so, man sollte eigentlich so nach Wunschvorstellung der DSGVO im Prinzip erstmal die allgemeinen Informationen bereithalten, wer ich bin, wer die Daten erhebt, wann ich die Daten lösche, allgemein halt schon vorweg auch die betroffenen Rechte erklären und dann halt die Funktionen als erstes erklären, die im Prinzip unbedingt notwendig sind für den Betrieb meines Dienstes. Und dann hätte es die DSGVO eigentlich ganz gerne, wenn man dann sagt, okay, ich benutze auch Google Cloud, und erkläre erstmal, was da für Daten gesammelt werden und dann kann er da unten unter den Google Cloud Erklärungen kann er dann ein Häkchen setzen. So hätte es die Dings gerne. Ja? Also nicht, dass er eine Blanket oder eine kleine 30 Seiten Erklärung erstmal durchliest und dann unten einmal ein Okay für alles gibt. Ja. Mein Rückschritt in die analoge Welt, der Handel zwischen Firmen, beispielsweise Messe. Ich lerne jemanden, ein anderes Unternehmen kennen auf der Messe, spreche über was auch immer ich dort vertreibe. Mhm. Habe ich ein berechtigtes Interesse, wenn wir die Visitenkarten austauschen oder Messebogen ausfüllen, ihn danach zu kontaktieren? Reicht das aus? Rein B2B, also keine Konsumermessen. Ja, ja. Wie gesagt, da gibt es in der jetzt vorherrschenden Literatur, es gibt ja noch keine Praxis, gibt es da wirklich unterschiedliche Meinungen. Gerade wenn es auf Messen ist und wir sind im B2B-Bereich, kann das berechtigte Interesse eher gegeben sein als gegenüber Verbrauchern. Ja, und wenn die Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, etwa Impressum etc. Herausstammen, dann weiß man auch, okay, der gibt das hier bekannt, weil er im Prinzip ein Wirtschaftender ist, er könnte durchaus Interesse an diesem Produkt haben.
kann gegeben sein. Das ist aber, wie gesagt, jedes Mal eine Einzelfallprüfung. Aber ich sage mal, je weniger Daten und je mehr B2B, desto eher ein berechtigtes Interesse. Und je mehr Daten und je mehr und der Verbraucher am anderen Ende, dann ist eher vermutlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das berechtigte Interesse des Verbrauchers höher ist. Muss man aber jedes Mal einzeln abwägen. Das heißt, ich kann jetzt keine Pauschale sagen, dann ja, dann nein. Muss man sich angucken, das wird halt eine Abwägungsfrage sein. Ja. Wenn wir jetzt mal von einem Maschinenbaumesser ausgehen, ich bin jetzt, verkaufe Landmaschinen und da kommt jetzt jemand, was ich ein Landwirt, so, der guckt sich Traktoren an, wir tauschen die Visitenkarten aus, dann ist doch das der B2B-Kontext, dass ich ihn danach kontaktieren kann, um ihm Prospekte zuzuschicken, was auch immer, ist das doch eigentlich ein in sich geschlossenes, nachvollziehbares Handeln, oder? Oder muss ich den extra noch eine Datenschutzerklärung mit 30 also Seiten, wie der Frank eben erzählt hat, ausfüllen lassen? Ja, also wenn man safe gehen möchte, dann hat man halt neben seinem Stand so einen kleinen Datenschutzzettel. Ja, und da sagt er, hier, guck mal bitte hier drauf, gib mal hier unten auf den Zettel eine Unterschrift. Dann wäre es safe. Aber es könnte halt durchaus ein berechtigtes Interesse angenommen werden. Wobei, wie gesagt, das ist eine Einzelfallabwägung. Ja. Zum Thema Speicherbegrenzung. Also personenbezogene Daten sind ja zum Beispiel auch unser aller Posteingang. Also was Mails angeht, da steht ja wahnsinnig viel in personenbezogenen Daten drin. Mhm. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob ich da eine Ausnahme bin, aber ich glaube es eher nicht. Ich habe meine Mails bis zu meinem ersten Rechner 1999 oder sowas, mit dem ich vernünftig gearbeitet habe. Okay, also immer migriert zu den neueren möglichen. Ja, genau. Möglichen, und ja, ich denke, früher musste man aus Speicherplatzgründen ja schon löschen. Genau, dass viele Firmen auch aus Dokumentationsgründen jetzt so die Kundenkommunikation, Reklamationen, so ein Krams, das alles irgendwie vorhalten und eigentlich auf Nielöschen gegangen sind oder zumindest diese 10 Jahre, die sie dann auch dem Finanzamt gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Ja. Wann endet denn dieser Zweck der Erreichung? Ist es, wenn ich jetzt eine Bestellung durchgeführt habe, ist es das Ende der Widerrufsfrist? Ist es dieser finanzamtsrechtliche 10-Jahres-Marge. Mhm. Wann ist denn da dieses Ende und sicher muss ich das denn da entsorgen? In der Tat, jetzt, wenn man sagt, bis zur Zweckerreichung, das ist ein sehr schwammiger Begriff und da haben Sie ja richtig recht, wann endet das Ganze? Im Prinzip muss man sagen, wie Sie schon gerade sagten, es besteht die Pflicht zur Löschung nicht, wenn ich irgendwie eine gesetzliche Vorgabe habe, sie zu halten, zum Beispiel nach dem HGB oder nach den Steuergesetzen, wonach Geschäftspapiere, Angebote, Rechnungen zwischen 6 und 10 Jahren aufzuheben sind. Allerdings betrifft das nur die Daten, die dann im Prinzip für diesen Geschäftsvorgang wichtig waren und die Rechnungsdaten. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ich noch weitere Daten im Rahmen dieser Aufbewahrungspflichten sammeln kann, ja? Das sind ja im Prinzip, das HGB macht ja genaue Vorgaben oder die Steuergesetze, welche Daten aufbewahrt werden müssen. Die kann man dann legitimiert über diese Gesetze auch in diesen Zeitspannen bis zu 10 Jahren wohl aufheben. Ja, ich sehe die Schwierigkeit auch. Ja. Das ist, da muss man sich echt eine Strategie überlegen, was ist jetzt noch Geschäftsabsprachen, Rechnungen, weiß man, wo man die ablegen muss. Und muss sortieren, richtig, ja. Ansonsten, klar, die Zweckerreichung ist dann gegeben, wenn ich im Prinzip, wenn irgendwann mal der Vertrag gekündigt wird und die 5 Jahre ablaufen, dann hat man die Geschäftspapiere wegzuschmeißen und weitere 10 Jahre dann die letzte Rechnung, die man dann nach Ende des Vertrages halt noch hatte. Aber insgesamt muss man schon regelmäßig, und da sagt auch die DSGVO, man muss regelmäßig gucken, ob noch der Zweck für dieses erhobene Datum noch gegeben ist. Sprich, wenn ich jetzt eine Personalvermittlung bin und habe hier einen Lebenslauf und ich bewerbe den 10 Jahre lang nicht. Jetzt hat sich in den 10 Jahren einiges getan. Er ist jetzt schon mittlerweile, keine Ahnung, Ingenieur. Aber meine Datenschutzerklärung ist nicht aktualisiert. Dann brauche ich die eigentlich nicht mehr. Dann muss ich die eigentlich löschen und mit dem in Kontakt treten und fragen, hey, hast du Lust, mir einen aktualisierten Lebenslauf zu geben? Schwierig, in der Tat, ja. Genau. Dann kommen wir zu... Ja. Computer... Oder IT, sondern auch auf Karteikarten. Manuelle. Genau, auf Karteikarten. Ist völlig identisch, ne? Genau, ja. Aber unser Gehirn ist zum Glück noch ausgenommen. Also wenn ich hier Daten speichere, genau. Das ist erlaubt. Das ist rein theoretisch erlaubt, ja. Da kann ja keiner. Ein Glück, ja. Da kann ja bei einer behördlichen Audit keiner reinsehen, ja. Ja. Ja.
Gut. Wenn wir Google verwenden wollen, dann sind wir halt auch in den Grundsätzen für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten eigentlich drin. Und da sagt die DSGVO, soweit das Drittland kein gleichwertiges Schutzniveau aufweist, ist die Übertragung erstmal grundsätzlich verboten. Und dann gibt es halt da wieder Ausnahmen, wie man das Verbot aufhebt. Es muss dann zweistufig geprüft werden. Die erste Stufe ist, habe ich den Betroffenen aufgeklärt, habe ich einen Erlaubnisgrund wie die Einwilligung oder eventuell kann auch das berechtigte Interesse schon ausreichend sein oder Vertragserfüllung. Zum Beispiel, wenn ich ein Hotel in Amerika buche, dann ist es schon legitim zu sagen, okay, ich gebe die Daten jetzt als Reisebüro, gebe ich die Namen, Adresse und Kreditkartennummer des Reisenden jetzt an das Hotel in Amerika. Ja? Also man prüft auf der ersten Stufe, habe ich ihn aufgeklärt und habe ich irgendeinen Erlaubnisgrund. Und auf der zweiten Stufe wird es dann wichtig, ob zwischen der EU und dem Drittland ein Abkommen besteht, wie zum Beispiel jetzt das EU-US Privacy Shield, Nachfolger vom Safe Harbor. Unter diesem Privacy Shield können sich Firmen aus Amerika prüfen lassen und danach nach Audits zertifizieren lassen und weisen damit im Prinzip nach, dass sie das europäische Datenschutz in einem angemessenen Verhältnis einhalten wollen. Google ist darunter zertifiziert. Man kann, wenn man weitere Unternehmen hat, muss man auf der Shield-Seite einfach mal suchen, wer da drunter ist, einfach eingeben, Privacy Shield List, und dann kann man das Unternehmen, welches man gerne engagieren würde, gucken, ob das schon zertifiziert ist. Wenn nicht, dann kann man noch überlegen, ob man ein sogenanntes Standardvertragsklauseln der EU-Kommission abschließen möchte. Diese Standardvertragsklauseln der EU-Kommission sind auf der Seite der Kommission in ziemlich allen europäischen Sprachen zu finden, sodass man das dort runterladen könnte und an ein Unternehmen überreichen könnte und sagen könnte, hey, das ist der Vertrag, den mir die EU-Kommission erlaubt, mit dir abzuschließen, um meine Daten aus Europa nach Amerika oder auch nach Indien oder Australien zu verschicken. Möchtest du das bitte prüfen und unterzeichnen? Achtung, es sollte aber halt dann oft, bei dem anderen keine bloße Absichtserklärung sein, sondern man sollte schon eine gewisse Vertrauen und auch eine Kontrolle darüber haben, dass der andere sich auch an diese Sachen einhält, die er da unterschreibt. Bei G Suite aktuell ist es sowieso noch empfehlenswert, sowohl sich das Privacy Shield zunutze zu machen, wie aber auch die Standardvertragsklauseln, weil Google die Daten nicht nur nach Amerika schickt, sondern halt relativ auf der Welt verteilt und zum Teil bestehen mit den Ländern keine Abkommen. Das heißt, wenn man G Suite benutzt, dann sollte man auf jeden Fall die Standardvertragsklauseln auch zusätzlich abschließen und Google bietet das auf seinen Seiten an. Sucht einfach mal nach Standardvertragsklauseln Google und ihr werdet dann hingeführt, wie ihr die mit Google abschließen könnt. Vielleicht darf ich da ganz kurz mal einhaken. Ja. Der Oliver hatte das vorhin so dargestellt, als wenn ich bei Google jetzt Daten ablege, die dann überall hin transferieren, was richtig ist. Und für mich entstand so ein bisschen der Eindruck, als sei das ja rechtswidrig. Und genau das ist nicht der Fall. Also du kannst mit Google diese Standardvertragsklauseln abschließen. Die unterzeichnen diesen Vertrag auch tatsächlich. Und soweit ich das verstehe, ist das keine reine Absichtserklärung. Und auf diese Weise rechtssicher deine Daten in der Google Cloud, in G Suite abspeichern, ohne Gefahr zu laufen, am 26.05. irgendwie von einem Abmahnanwalt gemahnt zu werden. Selbst wenn die irgendwelche Fehler dabei machen oder vielleicht sogar bewusst Daten an irgendwen weitergeben, ist das nicht, also aus meiner Sicht, nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Möglicherweise bist du derjenige, der verklagt wird, aber dann wären die sozusagen Streitverkündete und müssten dich später dafür sozusagen die etwaige Schäden erstatten. Genau. Also ja, soweit halt auch Google auch selbst sagt, sie verhandeln nicht über die Standardvertragsklauseln, weil sie die nicht ändern dürfen. Und es ist in Abstimmung mit der EU-Kommission im Prinzip passiert, dass sie die Datenschutzerklärung von dort übernommen haben. Das heißt, Google wird allein aus Geschäftsinteresse viel daran tun, dass das Image nicht geschädigt wird und dass sie sich an diese Standardvertragsklauseln halten. Ja. Also ich darf vielleicht ganz kurz sagen, wie das praktisch abläuft. Das ist ganz einfach. Also wir haben jetzt bei unseren 250 G Suite-Kunden, die wir betreuen, hat jeder mal angerufen irgendwann. Ne? Also es ließ sich gar nicht verhindern, die sind alle nervös geworden. Es ist ganz einfach, man geht in die Admin-Konsole, ja, und da gibt es eben einen Punkt, wo man einfach sagt, gelesen und eingewilligt. Ja? Also man kann sich das alles durchlesen dann, man drückt auf gelesen und eingewilligt, das wird dann dokumentiert.
wann der Admin quasi oder der Kunde, also die Firma, das gelesen hat und eingewilligt hat. Das kann man für diese Dinge tun. Da gibt's, und dann ist es dokumentiert und dann hat man das getan. Ja? So, dann gibt es da noch zwei Felder, wo man eintragen kann, die Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten und einer Person, die ansprechbar ist im Sinne der EU-Regeln. Also das füllt man dann aus, ja, wenn man den hat. Ja, manche Kunden fragen natürlich, oh je, ich habe gar keinen Datenschutzbeauftragten. Ja, aber es was ist, trage ich da ein? Ja. Genau, ist ich sage dann immer im Zweifel, der Geschäftsführer, ne, der kann sich da dann eintragen. Ja. Ja. Der ist sowieso dann für alles verantwortlich, wahrscheinlich. Oder was würden Sie sagen, wer soll sich da eintragen? Ja, also auf jeden Fall erstmal den Verantwortlichen. Einen Datenschutzbeauftragten muss nicht jeder bestellen. Ja. Grundsätzlich gilt die alte Regel noch, ab 10 ständig mit Datenverarbeitung betrauchte Personen. Achtung, nicht Arbeitnehmer oder beschäftigte Personen. Also auch wenn ich Freelancer und Studenten ranlasse, sind das ständig damit arbeitende Personen. Dann muss ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Es kann aber auch einer sein, der sich intern ausbilden lässt. Mhm. Möglichst aber nicht der Geschäftsführer, weil es dann einen Interessenkonflikt geben könnte. Jedenfalls ab 10 Leuten, die ständig damit betraut sind, ja, Datenschutzbeauftragten und dann muss man den aber auch... Aber ich habe gehört, gut. Es gibt da so Anwälte, die sowas zum Beispiel auch anbieten könnten. Ja, ja. Mancher Kunde möchte das sparen. Ja. Ja. Ja, ja, also, ja. Aber was, günstig ist der Tod. Ja. Mein Beitrag war ja nur im Sinne, es ist wirklich einfach, man geht in die Admin-Konsole, man füllt die Dinge aus, man macht 3 Klicks. In der Regel ist das innerhalb von unter einer Minute erledigt und dann hat man quasi Google soweit, hat man sich safe gemacht eigentlich im Sinne dieser Folie, die Sie auch da... Müssen nicht unterschreiben. Nee, gar nicht. Also das ist rein... So. Ich habe da tatsächlich einen Kunden gehabt, das ist eigentlich letztes Jahr, der ein höheres Schutzniveau für sich beansprucht, ja, und auch wohl in einer Prüfung war. Und in dem Fall gab es tatsächlich die Anforderung, ich möchte das schriftlich haben mit Unterschrift von Google. Und er hat es bekommen. Also wir haben es geschafft. Google war bereit, denen das schriftlich zu geben. Nur ich glaube, das ist nicht notwendig. Nee, also jetzt ich bin auch ziemlich sicher, der Paul kann da vielleicht noch was zu sagen, aber wir haben auch eine schriftliche Unterschrift so mit Kuli und so. Von Google bekommen. Jein. Es kann also sein, dass sie das inzwischen nicht mehr machen, aber das war so. Es ist so, dass die DSGVO mittlerweile keine Formvorgabe gibt. Das heißt, es ist sowohl schriftlich wie in Textform möglich, aber auch online und Google bietet online den Abschluss an. Wenn jemand von Ihren Kunden da natürlich so ein Sicherheitsbedürfnis hat, kann er natürlich bei dem Großkonzern anfragen, ob es etwas Schriftliches gibt. Kann gelingen, wie Sie sagen, aber grundsätzlich ist der Mechanismus online. Genau, möglich bei Google. Genau. Ja, in der Admin-Konsole, wie gerade schon beschrieben, genau. Ja. Als Info, bei Google Analytics funktioniert es nicht analog, sondern genauso. Genauso, ja, also bei den Google-Diensten. Und Vorsicht, das gilt aber nur für die Google-Bezahldienste, weil bei den kostenlosen Versionen geht Google davon aus, dass es ein Verbraucher ist und für Verbraucher gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht. Das heißt, erst wenn ich die Bezahlversionen habe, kann ich in diese Bereiche reingehen, in den Admin-Bereich und solche Erklärungen vornehmen, weil nur ein Unternehmer verpflichtet ist, solche Datenschutzklauseln bzw. Standardvertragsklauseln abzuschließen. Ja. So, in die Richtung geht auch meine Frage. Und zwar, also zum einen, was machen kleinere Unternehmen, die trotzdem mit den kostenlosen Produkten arbeiten, das dürfen sie dann wahrscheinlich nicht. Nee. Was machen Vereine, die ja durchaus unter die DSGVO fallen, aber trotzdem mit dem kostenlosen Krams arbeiten? Und was macht man mit Google-Produkten, von denen es überhaupt kein Bezahlangebot gibt? Ich denke nämlich jetzt mal an Google Fonts, ich denke an die Google Ajax CDN-Geschichten, sind tausendfach auf Seiten angeboten und ich habe jetzt gestern versucht, diesen Vertrag da auszufüllen, der hat sich aber dann wirklich nur auf Analytics beispielsweise beschränkt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt so einen allumfassenden Google-Bau-keinen-Scheiß-mit-meinen-Daten-Vertrag vor mir hatte. Das ist jetzt insbesondere, was die Font-Anbindung auf Webseiten angeht. Also ich meine, darüber ist ein komplettes Tracking möglich. Ja, ist es aber nicht so. Ich bin mit dem einzelnen Produkt nicht ganz involviert. Ist Google Fonts nicht in G Suite integriert? Paul? Ja, sie kommen dort auch zum Einsatz auf jeden Fall. Ja. Ich wollte hier so nochmal kurz zu Analytics, was ja ein kostenloses Produkt erstmal ist. Und da ist dieses Prozedere wie beschrieben worden genau dasselbe. Also bestimmte kostenlose Services bieten das auch schon. Auch, genau, ja. Wobei bei Google Fonts, das habe ich auch
immer wieder gehört, das ist ein großes Problem, weil das da eben noch nicht geht. One last question, Frank, oder Anmerkung? Anmerkung zum Thema Google Fonts. Von der Lizenz her ist es grundsätzlich kein Problem, die zu benutzen. Und soweit ich weiß, auch nicht unbedingt, wenn man es auf dem eigenen Server ablegt. Und es gibt für verschiedene CMS, also Content-Management-Systeme mittlerweile, zum Beispiel auch für WordPress, gibt es Anleitungen oder Tools, um die Webfonts lokal abzulegen, damit eben kein Connect mehr zu Google-Servern gemacht wird. Das ist auch meistens der empfohlene Weg. Auf dem eigenen Server, klar. Also generell ist ja das Thema CDN, Content Delivery Networks, eigentlich ist da ja auch schon wieder das Thema Datenverarbeitungsvertrag fällig. In Ordnung. Gut, Grundsätze zur Übermittlung in Drittstaaten, das ist aber nur ein Teil. Es kommt nämlich auch noch so etwas, was sich wie der Auftragsverarbeitungsvertrag nennt. Und der ist immer fällig, wenn ich meine erhobenen Daten an einen Dritten weitergebe zur Verarbeitung, weil in dem Moment, ich nehme ja im Prinzip Google und speichere dort im Prinzip ab, lösche, verändere. Das passiert nicht bei mir in meinem eigenen Homeoffice, ja, sondern es passiert halt in den Cloud-Servern. Das heißt, man ist in dem Bereich halt in der Auftragsverarbeitung drin und dann wird halt neben den Standardvertragsklauseln, die ich gerade erwähnt habe, die im Prinzip die Brücke sind, wird auch nochmal ein Auftragsverarbeitungsvertrag notwendig, den ich aber auch mit Drittunternehmen in Deutschland schon abschließen müsste, wenn ich die mit einbinde quasi. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Abrechnungssoftware einsetze, wo ich dann die Kundendaten weitergebe, damit die Rechnung rausschicken können oder etc. Mit dem muss ich auch schon einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. So auch mit Google. Der Regelungsinhalt solcher Auftragsverarbeitungsverträge ist in Einhaltung der DSGVO, Bereitstellung von adäquaten technischen und organisatorischen Maßnahmen, das tut Google. Bearbeitung nur nach Weisung des Verantwortlichen. Na klar, wenn ich einen Google Doc erstelle, dann sind das meine eigenen Weisungen und ich kann sie auch löschen, dann passiert das auch mit nach meinen eigenen Weisungen. Google wird in den Docs wohl nicht rumfuschen. Man muss Auditrechte sich in den Vertrag einräumen lassen. Auch das ermöglicht Google. Also wer mal zu Google möchte, der schließt diesen Auftragsverarbeitungsvertrag bei denen in der Admin-Konsole ab und muss mit dem mal einen Termin vereinbaren. Und dann gibt es unter bestimmten verfahrenstechnischen Voreinstellungen gibt es die Möglichkeit, mal Google zu besuchen. Und eigentlich sollte man auch möglichst zusehen, dass man eine Freistellung von Schadensersatzansprüchen sich da einräumen lässt, falls Datenschutzverstöße durch den Auftragsverarbeiter passieren. Und ja, da sind wir auch schon bei Service von Google. Google bietet halt nicht nur den Abschluss von Standardvertragsklauseln, sondern auch noch den Abschluss von Auftragsverarbeitungsverträgen an, online, über die Admin-Konsole. Und daneben ist Google zahlreich zertifiziert. Ich glaube, die haben 6 Zertifikate zum Datenschutz. Da weißt du was drüber, ne? Ich weiß nicht die genaue Anzahl, aber es sind diverse auch nach europäischen und US-Standards und so weiter vorhanden. Mhm. Genau, und wer nicht weiß, wie er zur der Admin-Konsole kommt, einfach bei Google DSGVO und Google Cloud eingeben und dann wird man schon mit schönen Bildchen dahin gelenkt und kleinen Erklärungen. Und dann last but not least, Zugriffsbefugnisse der Behörden im Drittstaat, das wird ja auch immer wieder thematisiert. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass kürzlich noch eine Entscheidung gegen Microsoft vor dem US Supreme Court noch offen stand. Microsoft wurde dahingehend verklagt, Daten von einem Verdächtigen herauszugeben, dessen E-Mails in Irland gespeichert waren. Microsoft hat sich dagegen gewehrt und es ist halt bis zum Supreme Court gekommen und die Entscheidung war für Juni erwartet worden. Im Zuge dieser langjährigen Verhandlungen ist es aber dazu gekommen, dass nun mittlerweile in Amerika der sogenannte Cloud Act erlassen wurde, wonach die Behörden in Amerika ermächtigt sind, im Prinzip Weisungen oder Verwaltungsakte zu erlassen, wonach Daten von Kriminellen oder was die einzelnen weiteren Personen sind, muss ich da nochmal schauen, jedenfalls aber von Kriminellen herausgegeben werden. Und das ist halt auch der Grund, warum die Klage dort zurückgezogen wurde und Microsoft wird jetzt darüber verpflichtet sein, die Daten aus dem Server in Irland freizugeben. Nach dem Cloud Act, soweit ich den jetzt überblickt habe in der Schnelle der Zeit, kann aber ein Abkommen zwischen den Staaten abgeschlossen werden. Das heißt, Amerika ermöglicht ist, dass zum Beispiel Deutschland hingeht und mit Amerika ein Abkommen einschließt und dann würden, falls so ein Abkommen eingeschlossen werden würde, würden die Daten von Deutschen zumindest nicht an die herausgegeben werden, sondern nur über ein förmliches Rechtshilfeverfahren oder dergleichen, je nachdem, was sie dort abschließen würden. Jedenfalls
wurde so ein Cloud Act erlassen und die EU plant seinerseits jetzt auch im Prinzip eine Ermächtigungsgrundlage dafür zu schaffen, dass auch weltweit Daten von Servern herangezogen werden könnten zur Bekämpfung von Kriminalität. Das heißt, auf der europäischen Seite wird es wohl jetzt auch dazu ein Pendant geben. Und wenn Behörden im Prinzip auf Daten zugreifen, dann ist das in der Regel halt unproblematisch, wenn Rechtshilfeabkommen bestehen. Aber falls kein Rechtshilfeabkommen besteht, äußert sich die DSGVO nicht explizit. Da wird jetzt in der Vorlaufliteratur, in der Fachliteratur diskutiert. Das ist aber trotzdem, dass der Verantwortliche nicht sofort irgendwie im Prinzip einen Datenschutzverstoß begeht, wenn eine Behörde wohl nach den dort geltenden Gesetzen berechtigt Informationen über einen Verdächtigen heraushaben möchte. Es wird dann diskutiert, dass das im Prinzip, dass dann die Rechtfertigungsgründe, die jetzt auch schon in der DSGVO für europäische Behörden gegeben sind, als Maßstab für Eingriffe auch für die US-Behörde quasi herangezogen werden. Des Weiteren gibt es noch ein paar Notfallausnahmen, wenn man sagt, ey, ich habe einerseits die DSGVO zu beachten, andererseits habe ich hier aber auch die amerikanischen Strafverfolgungsgesetze zu beachten. Ich befinde mich jetzt hier gerade in einem in einer Zwickmühle, was mache ich? Und mir drohen jetzt hohe Strafen und es scheint wohl hier, wie auch gerichtlich festgestellt, ein berechtigtes Interesse gegeben zu sein, die Daten von so einem Verdächtigen herauszugeben. Das heißt, unter Umständen könnte auch das schon das rechtfertigen. Man muss aber jedenfalls für sich erstmal wissen, ich habe mit Google einen Standardvertragsklausel abgeschlossen. Wenn nicht Google seinerseits fahrlässig mit Daten umgeht, dann zählt das ja. Google handelt ja in dem Moment ja quasi auf einer Weisung von einer Behörde dort. Und der ist nach wie vor jetzt nicht unwirksam. Darüber hinaus besteht das EU-US Privacy Shield. Das heißt, das musste erstmal quasi als Brücke kaputt gemacht werden. Und das kann nur der EuGH kaputt machen, indem eine Klage beim EuGH anhängig gemacht werden würde, wie zum Safe Harbor. Ist durchaus bei sehr kritischen Datenschützern in Diskussion, dass man dagegen Klage erhebt. Und im Prinzip ist man nicht erstmal per se, wenn eine Behörde da reingeht, Datenschutzverletzer. Das wollte ich damit sagen. Genau. Ja, und das war es dann auch schon eigentlich von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Vicky.